So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es den Bahndor am Kran. Und zwar wird das Dach rundherum entfernt an vielen Ecken. Etwas angehoben, da dieses Maß nicht so ganz passt mit der Tür, mit dem Türrahmen. Dann werden die Regenrinnen eingesetzt und dann das Dach repariert und wieder draufgesetzt. Jo. Versteift ist es schon. Spaltmaße der Türen passen, alle Türen schließen jetzt und öffnen gut. Ja, und jetzt machen wir uns mal da dran. Jetzt will ich mich erstmal kurz im Gummihammer da reinbegeben und will mal die Beulen, die im Dach sind, weil da sehr, sehr tiefe Beulen drin sind, die schon mal ein bisschen rauskloppen, bevor das Dach dann neu verschweißt ist, weil dann wird es ja ein bisschen schwieriger. Ja, und das will ich jetzt mal machen. Direkt hier hinter dir. Hier haben wir eine wunderbare. Kommt was, Nägel? Nee, ich sehe es auch nicht richtig. Das ist so eine Spannung. Ei. Ja, jetzt sieht man es erstmal so richtig. Ich wollte es gerade sagen, das wird so nicht. Das hat was gebracht. So, wir haben das Ganze jetzt etwas fixiert und zwar ganz grob. Einmal steht hier unten ein Holzbalken drin, der oben das Dach abstützt. Und hier hinten haben wir eine Baustütze reingestellt und die noch ein bisschen unterfüttert, so dass wenn wir jetzt das Dach rundherum abschneiden, dass das nicht einsackt. Das Auto steht komplett waage, hatte Florian das letzte Mal schon in Waage ausgerichtet, bevor er die Türen angepasst hat. Und dann die Böcke unter der Front jeweils, dass es nicht weg kann. Hier sind die Streben drin, hier ist eine, da drüben ist eine. Und dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Nein. Hoffentlich. So, wir haben jetzt hier nochmal zwei Streben zusätzlich eingeschweißt, dass falls wir das oben lösen, dass das Ganze nicht, ich habe mir alles gegangen gemacht, wegen so verziehen, aber es stimmt ja, es könnte sich auch so verziehen. Also hat der Markente gesagt, dann machen wir da auch noch welche, dann kann das hier auch nicht passieren. Ja, und jetzt werden wir mal die Schleifwechsel ansetzen. Jetzt geht's los. Okay.
So, Dach ist unten. Jetzt geht's ans Aufschneiden, Aufschleiben von den Kanten hier. Oh, und dann neu anpassen. Und zwar wird jetzt diese Kante hier, die innere Regenrinne, wie man sieht, ist sie sehr schlecht, wie bei fast jedem T1, der restauriert werden muss. Und zwar werde ich die jetzt raustrennen. Die ist ja hier unten mit an dem Seitenteil, das ist umgekantet und da ist die mit angepunktet. Jo, normalerweise, also man könnte eventuell das auch gleich hier abschneiden, weil das bestimmt eh nicht mehr gut ist darunter, um eine neue Kante anzupunkten. Aber vielleicht ist es ja doch anders als gedacht. Deswegen gucken wir uns die Kante bei abgeschnittener Regenrinne mal an. Und hier unten liegt dann auch schon die neue. Jo. Dann starte ich damit jetzt mal. So, ich habe jetzt von hier innen alles losgeschnitten, also diese Kante entfernt, die Regenrinne bis hinten um die Ecke, weil hinten in der Ecke war sie auch schlecht. Und was hier jetzt kommt, das ist in Ordnung. Also ist jetzt einmal rundherum im ganzen Bus das Dach entfernt, bis auf hier, die Ecke hier. Hält das Ganze jetzt noch. Natürlich ist er innen drin abgestützt, so wie es gehört, dass sich da nichts verzieht. Oder was heißt verzieht? Verzogen ist es ja, es muss ja eh gerecht werden, aber so, dass die Höhe von dem Dach erhalten bleibt und nicht sich da irgendwas verändert. So, hier nochmal das Ganze. Jetzt werde ich diese ganzen Schweißpunkte entfernen mit der Schrubbscheibe und die Kante mal schön reinigen. Also es sieht echt doch sehr stabil aus, hätte ich nicht gedacht. Gut, dass ich sie nicht doch unterhalb abgenommen habe. Ja, und dann will ich die jetzt die Schleifwechsel mal wieder warm laufen lassen. Und dann geht's weiter mit Schleifen, 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 Schleifen. So, nach vielen Stunden Schleifen ist die Kante doch eigentlich ganz schön geworden. Also es wäre Schande, die auszuschneiden. Die bleibt auf jeden Fall erhalten. Hier hinten, in der Rundung drin, das sieht man, da ist er nicht mehr so toll. Also da muss ich was machen. Da kommt ein neues Stück rein. Und hier vorne. Hier sieht man, da ist es auch schlecht. Aber ansonsten ist die echt noch gut. Hätte ich nicht gedacht. Von dem 70 Jahre alten Bahndor. Ja, hier vorne, das habe ich auch von der Schweißnaht befreit, alles sauber gemacht. Das habe ich nochmal aufgemacht, um den Träger hier rauszukriegen. Die A-Säule kommt dann neu, weil die ist, hier ist von der Scharniermutter, da ist was abgebrochen. Und hier ist auch schon mal geschweißt und man sieht ja die ganze Form. Das passt nicht mehr so richtig. Und da kommt da noch eine neue rein, dann wird das Dach gerichtet. Und dann kommt das neue Dach drauf. Oder was heißt das neue Dach? Die Reparaturecken. Ja, damit ist jetzt erstmal Ende mit Schleifen für heute. Oder für das Video. Und ich sag mal, nicht nur ich freue mich, dass ich das weggeschliffen habe. Auch meine Nachbarn freuen sich. Denke ich mal. Ja, aber es hilft dir, das muss ja gemacht werden. Dann seid gespannt aufs nächste Video, wenn es wieder heißt Dach am Bahndor. Bis dahin, Kanal abonnieren, Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.